Und damit hallo und herzlich willkommen zu meinem Trailer-Reaction-Video zum zweiten Trailer von Captain Marvel. Wir erwarten ja schon ganz, ganz lange den Avengers 4 Trailer. Am Mittwoch soll es nun endlich soweit sein bei Good Morning America. Aber diese Nacht, während des Monday Night Football, kam der zweite Trailer zu Captain Marvel raus und er hat jetzt schon 1,8 Millionen Aufrufe, 3 Stunden danach. Und den muss ich mir noch direkt mal anschauen. Ich habe ihn noch nicht gesehen und schaue ihn zusammen mit euch. So, Skrulls are the bad guys. Hey, yo! Also das war ja schon die Vermutung, dass die alte Frau ein Skrull ist, aber dass sie so hart austeilt und so hart einsteckt. Geil. Bam. And you're a Kree. A race of noble warriors. Heroes. Noble warrior heroes. Your life began the day it nearly ended. We found you. With no memory, we made you one of us. So you could live longer, stronger, superior. You were re- Oh, das war ja schon gemunkelt, ob sie so aussehen wird. Man hatte jetzt schon ein paar Funkos gesehen, die diesen Look gezeigt haben. Superior. Aber dieser berühmte Irokesenhelm ist dann wirklich mit am Start. Nicht ganz so mein Favorit, aber die Fans, die meisten Fans, die freuen sich extrem darüber. You were reborn. I keep having these memories. Something in my past is the key to all of this. You know how to fly this thing? We'll see. That's a yes or no question. Yes. Das ist natürlich auch eine extrem coole Sache, dass sie hier einfach so ihren Helm verändern kann. Jetzt bin ich wieder mal übelst gefällt beim Zurückspulen. Dass sie hier einfach so easy peasy den Helm ändern kann. Wahrscheinlich, wenn sie im Weltall ist, nutzt sie das oder rumfliegt. Und ansonsten das andere. Hat schon Stil. Would you like to know? Ich glaube, das wird noch sehr, sehr sinnbildlich in diesem Film. Dieses blaue Blut von Captain Marvel. Ich glaube, das wird doch ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Sonst würde man im Trailer das nicht so hart zeigen. I think I had a life here. What aren't you telling me? You've come a long way. But you're not as strong as you think. This war is just the beginning. I'm not gonna fight your war. Dieses Bild muss ich einfach mal so stehen lassen. Wie episch geil ist dieses Bild denn bitte? Dieser Film wird so unglaublich gut aussehen. Und das liegt nicht nur an Brie Larson, sondern die Technik bis jetzt macht einen sehr, sehr guten Eindruck. Einen sehr, sehr guten Eindruck. I'm gonna end it. Oh mein Gott, wie geil sieht das bitte aus? Jetzt mit dem Irokesen und dem roten Anzug in der Luft draußen. Oh, das ist, okay, in der Luft, nicht im Weltall. Aber das sieht schon extrem geil aus. Diese Moves! Wie geil ist das denn bitte? Aren't you the cutest little thing? Aren't you cute? And what's your name, huh? Fury. What's cute? I'll be back. Also was man jetzt schon sieht, ist, dass es auch ein sehr, sehr witziger Film wird. Und das finde ich ja jetzt schon ziemlich geil. Aber das ist halt dieser altbekannte Marvel-Stil, ne? Dem werden sie treu bleiben. Da wird sich nicht sonderlich viel verändern, egal welchen Film sie machen werden.
Jetzt noch ein bisschen Werbung, bevor ich zum Fazit des Trailers komme. Checkt in der Videobeschreibung unbedingt mal den Link zu unserem Discord-Server ab. Ihr könnt ihn hier im Hintergrund sehen. Da gibt es verschiedene Räume, wo ihr mit den ganzen anderen Teilnehmern hier reden könnt. Wir sind mittlerweile 185 Leute auf diesem Server, vor allem jetzt. Der neue Captain Marvel-Trailer ist draußen. Der der Avengers 4-Trailer wird jetzt morgen kommen. Da könnt ihr mit den Leuten diskutieren über die Trailer. Wir haben verschiedene Räume, den Hauptchat, wo es um alles Mögliche gibt, den Bilderspam, klar, wo Bilder reinkommen, Links nur hier senden, na klar. Dann haben wir Livestream-Möglichkeiten, wenn ihr mit uns auf Twitch zusammen spielen wollt, weil wir streamen ja auch live auf Twitch Gaming. Wenn ihr mit uns spielen wollt, dann checkt auf jeden Fall den Discord-Server ab und auch den Twitch-Kanal, auch beides unten in der Videobeschreibung. Checkt das auf jeden Fall mal ab, da könnt ihr dann mit uns zusammen zocken. Es gibt einiges, was wir zocken. Und ja, mehr bleibt mir da nicht zu sagen. Checkt auf jeden Fall mal den Discord-Server ab. Da geht jetzt wieder richtig die Post ab. Wir haben einen neuen Moderator, der ja alles über den Haufen geworfen hat und mal ein bisschen hier umkrempelt. Sieht auf jeden Fall ultra geil aus. Schaut da mal vorbei, wenn ihr mit anderen Marvel-Freunden kommunizieren wollt und vielleicht auch mal im Livestream mitspielen wollt. Fazit zu diesem Trailer. Ich muss sagen, der Trailer hat mir deutlich besser gefallen als der erste Trailer. Man sieht viel, viel mehr von Captain Marvel. Man sieht mehr in ihrem blau-rot-goldenen Anzug, was mir auch unheimlich gut gefällt, weil das auch sehr, sehr gut aussieht. Der Trailer an vielen Stellen, diese Action, die da gezeigt wird und diese Animation, macht im Trailer zumindest schon mal einen sehr guten Eindruck. Wir können ein bisschen schon mal was zur Story sagen, und zwar, dass Captain Marvel versucht, ihre Vergangenheit einzuholen, oder ja, dass sie versucht, ihre Vergangenheit einzuholen und herauszufinden, wer sie eigentlich ist oder wer sie war. Klingt auf jeden Fall relativ spannend. Bleibt abzuwarten, ob das so gut funktioniert. Denn, okay, der ganze Film spielt ja auch in der Vergangenheit. Bleibt abzuwarten, was wir über den Trailer sagen können. Oder ich zumindest über den Trailer sagen kann. Der Trailer gefällt mir viel besser als der erste. Der erste war schon sehr cool. Der ist noch ein Stückchen geiler. Sieht unheimlich gut aus. Und Brie Larson in diesem Kostüm. Für mich eine ultimativ gute Besetzung. Und in diesem Sinne sehen wir uns zur Analyse des Trailers wieder. Dazu hole ich mir einen Kumpel noch ins Rennen. Wir werden den Trailer uns nochmal genauer ansehen und dann sehen, was es so ergeben hat. Und dann, meine Freunde, bis zum nächsten Mal. Ciao und bis dann.